Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Castlevania Lords of Shadow, Mirrors of Fate HD. Und wir gehen auf Itemsuche. Ich habe mir schon zwei Dinge geholt, aber einmal dieser Wolfskopf, den ich ja mit meiner Wolfsform jetzt aufbrechen kann. Und dann gab es da noch einen besten Eindruck, den habe ich mir geholt. Und mir ist eingefallen, ich bin doch durch diesen Kanal hier reingekommen. Und da war doch auch diese Stelle, wo ich die Klauen brauchte, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte. Er sitzt da weiter rechts, da habe ich dann den Punkt gesetzt. Ne? Kommt den einen oder anderen vielleicht noch bekannt vor? Und natürlich nur wieder dahin zurück. Das müsste ich mir eigentlich holen können. Theoretisch. Weil da waren ja die Spuren eingezeichnet. Ja, genau. Aha, und schon sind wir oben. Die Frage ist nur, was gibt es hier? Ah, Lebensupgrade, wunderbar. Sachen, die man brauchen kann. Wunderbar, dann kann ich ja das wieder entfernen. Ich will das wegmachen. Wie mache ich das weg? Ach, Y. Ja, brauche ich nicht mehr. Wunderbar, dann ist dieser Level geklärt und hier ist auch noch was. Die verlassene Mine, da muss ich auch nochmal zurück. Ja, das ist so eine Backtrack-Folge. Ich habe dann schon so viele Upgrades, wie ich haben kann. Das ist halt nie schlecht, sowas. Mache ich mir das Spiel ein bisschen einfacher. Ui. Was war denn das? Irgendwas war da im Rohr mit mir. Oh Mist, ich muss da durch. Was immer das war, ich komme runter. Ach, die Dinger. Ah, die sind das süß. Gelbub. Schon ein bisschen tot. Der frisst ihn an der Gurgel auf. Lecker. Naja, wenn es schmeckt, ich meine mal damit. Nom nom nom. Lecker. Lecker. Tja, bin ich mal gespannt, was es in der Mine noch gibt. Ja, wie ich das Upgrade da von der letzten Folge bekomme, habe ich keinen blassen Schimmer. Bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. So, was war denn hier nochmal zu tun? Au. Ach stimmt, das ist da oben irgendwo. Okay, Frage Nummer 1 wäre, wie komme ich da hin? Frage Nummer 2 ist, was gibt's da? Was ist die Mühe überhaupt wert? Ich weiß es nicht. Ich kann ja gar nichts machen, oder? Kann ich mich da irgendwo einhalten oder sowas? Hier an den Dingern vielleicht? Ne? Hä? Okay, wie ich da oben rechts das Fragezeichen bekomme? Kann ich echt nicht sagen, aber das müsste doch hier irgendwie hochgehen, theoretisch. In der Theorie natürlich. Aber unten ist auch noch haufenweise Weg, wo ich noch nicht war. Überall Flammen. Autsch. Sollte man vielleicht nicht so direkt reinspringen wie ich, aber hey. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ich meine, was soll's? Ach stimmt, und nach links bin ich ja noch nie gekommen, ne? Ich frage mich jetzt gerade so, warum? Was hielt mich davon ab, danach links zu gehen? Was war da? Moment, erstmal nehmen sie den Gedanken. Autsch. Ja, ich merke schon, in Alucards Kapitel spielt Strom eine ziemlich große Rolle irgendwie. Die Monster haben Strom. Levels haben Strom. Eieiei. Das letzte Mal schön bleiben, mein Freund. War die Plattform das letzte Mal auch schon da? War das das letzte Mal auch schon? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass diese Dinger funktioniert hätten.
Ah, guck mal. Und mehr Sackwaffen. Wunderbar. Meine Munition hat sich erhöht. Ja, damit kann ich leben. Das finde ich schön. Halt. Ach, das ist jetzt hier. Wunderbar. Gibt es nochmal was zu lesen? Überall in der Burg verteilt sind mir seltsame, mit einer Tiergestalt verzierten Türen aufgefallen. Meinen Nachforschungen zufolge wurden diese Siegel wohl angebracht, um den Zutritt zu bestimmten Teilen der Burg für schwächere Kreaturen zu beschränken. Ich wünschte, ich hätte die Kraft, sie aufzubrechen und die Geheimnisse zu entdecken, die sich auf der anderen Seite befinden. Ja, war nur Item-Upgrade, nichts Besonderes. Hast du nichts verpasst. Ich weiß echt nicht mehr, ob die Plattform das letzte Mal ausstechen war. Aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist da ein Kletterpunkt. Ich weiß, ich bin von da damals gekommen, von dieser Seite. Habe ich da irgendwo was aktiviert, wo sonst nichts war zum Aktivieren, oder? Warum bin ich mit dem Aufzug noch nicht runtergefahren? Was war denn da kaputt? War der Aufzug überhaupt hier das letzte Mal? Ich weiß es halt nicht. Ich kann es nicht sagen. Oh, hi. Na, Schnuckibär. Tseh, meint auch, er kann mich verarschen oder was? Warte mal, der Rest führt mich 100% unter Wasser. Ach stimmt, Alucard brauchte keine Luft, ne? Da war was. Natürlich sehr praktisch. Da ist noch wer. Noch bevor ich die Rüstung ablegen konnte, die ich trug, strömte Wasser in die Höhle. Ich hielt den Atem an und schwamm unter großer Anstrengung an die Oberfläche und riss mir dabei so schnell wie möglich das schützende Metall vom Leib. Aber ach, die Gesichter meiner Frau und meiner Kinder erscheinen mir, als mich die Dunkelheit umfängt. Zu spät. Man schwimmt da auch nicht mit Rüstung, ne? Oh, das ist noch ein Fragezeichen. Oh, Besteneintrag. Wunderbar. Dann habe ich das auch. Dann weiß ich nur nicht, wie ich zu diesem oberen Rechten komme. Sonst hätte ich alle. Meermensch Kaulquappe. Shit. Sollte ich die lesen? Wolltet ihr hören? Während ihrer Beutezüge an der Oberfläche werfen die Meermenschen ihrem unter der Wasseroberfläche lauernden Nachwuchs lebende Gefangene zu. Obwohl sie noch nicht vollständig entwickelt sind, verfügen die Kaulquappen über ähnliche ausgeprägte Kiefer wie ihre Eltern, mit denen sie die Körper ihrer Beute auseinanderreißen. Ist immer schön, wenn Eltern für ihre Kinder sorgen, ne? Schon. Auch wenn's Monster sind, ne? Und andere Menschen fressen. Aber der Mutterinstinkt muss gefördert werden. Sehe ich genauso, so muss das sein. Alles für die Kleinen. Für die lieben Kleinen. Wie komme ich jetzt darauf? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Von hier unten sehe ich keine Möglichkeit, darauf zu kommen. Das schließe ich schon mal felsenfest aus. Also müsste ich da irgendwie von oben hinkommen. Die Frage ist natürlich nur, wie. Da war nur dieses Feuer und die fahrenden Gondeln, aber in den fahrenden Gondeln konnte ich ja nichts machen. Ja, ich denke jetzt laut übrigens, nicht, dass jemand das... Hui! Das war so eine Kaulquappe. Garstige kleine Viecher. Garstig. Ach, Spider-Fire. Das einzige Item, was mir noch abgeht. Das ist hundertprozentig wieder so ein besseren Eintrag. Der Aufzug fährt aber auch nicht weiter. Ihr seht ja die helle Außenlinie auf der Minimap. Das ist Levelgrenze. So, jetzt bin ich wieder hier. Aber hier ist nur dieses Feuer.
da vielleicht? Ja, das bringt auch nichts, oder? Da oben fahren diese Dinger rum, aber das hilft gar nichts. Oh, was war das da oben? Nix, weil ich mich nirgendwo einhalten kann. Ich kann auch nicht so hoch springen, dass ich sagen werde, ja, ich kann mich da einhalten oder so. Hier ist einfach nichts. Keiner Subwaffe kann ich irgendwas tun. Hochdashen geht einfach nicht. Das kann keiner von den Charakteren. Hochdashen ist nicht. Ich kann ja nichts machen. Beziehungsweise ich weiß ums Verrecken nicht, was ich machen sollte. Keine Ahnung. Wenn es einer weiß, bitte in die Kommentare schreiben, das würde mir sehr helfen. Ich kann mir da jetzt leider nicht mehr helfen. Bin total überfordert, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. So, da ist gelb, da ist gelb. Der Uhrenraum wäre noch zu machen. Da fehlt nämlich auch noch einiges. Ich finde das Backtracking jetzt nicht so schlimm in dem Spiel. Das Einzige, was mich jetzt nervt, ist dieses komische Rätsel, wo ich einfach nicht sehe, wo es hingeht. Ums Verrecken nicht. Hör deinen Spinnen auf, sonst mache ich Fischstäbchen aus dir. Ach, wenn ich nur daran denke, dass es morgen Fischstäbchen bei mir gibt. Nom 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 nom. Muss ich mir zwar selber machen, aber hey. Trotzdem Fischstäbchen. Aber das tut jetzt leider nichts zur Sache. Ups. Na komm, da springen wir einfach durch. Da vorne ist eh ein Heilbrunnen. Das ist total pieps. Egal, ob ich Schaden fresse oder nicht. Schabubdabub. Ach ja, stimmt. Die schmeißen ja mit ihren komischen Fäcklerchen. Oben geht's doch auch noch rauf irgendwie, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Aber ich habe alles in dem Level, von dem her. Hä? Würde keinen Sinn ergeben. Ja, da liegt noch jemand, guckt. Da muss es irgendwie reingehen. Ja, genau unter diesem Raum. Ne, hier ist hier nix. Naja, greift mich nur an. Ich bin derweil schon mal 10 Meilen weiter. Verarscht schon, ist alles kein Problem. So, wo muss ich jetzt hin? Nach links wahrscheinlich. Oder warte mal, wenn ich da oben rechts gehe, wo der rote ist. Glaubt ihr, ich komme da oben rechts raus und komme dann zu diesem Fragezeichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre fast zu einfach. Da bin ich im Theater. Hm. Wenn ich dann hier rüber gehe und dann da unten... Das ist verwirrend. So ein ganz klein wenig irgendwie. Ach, ich komme da gar nicht mal durch. Die Tür ist verschlossen. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Hier komme ich durch. Lass mich mal durch, meine Kinder. Ich bin Arzt. Ja, ach, der Terrasse, glaube ich, geht es auch nicht weiter, oder? Ich bin gerade total verwirrt. Terrasse. Nee, da war doch der Bosskampf.
Stimmt, von dem Boss habe ich die Klauen bekommen. Und dann Pirscher der Nacht oder wie der hieß. Oder Plünderer der Nacht oder was auch immer. Uhrenraum, genau. Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hin wollte. Da gibt es auch noch was zu holen. Überhaupt nicht umständlich und kompliziert das Ganze. Nee, alles total simpel. Moment, ich will das ein bisschen länger. Ach stimmt, da konnte ich noch gar nicht weiter, weil ich die Schienenfähigkeit noch nicht hatte. Oh, mehr Magie. Soll mir recht sein. Und somit ist dieser Raum auch gelb. Das ist nur noch das Spielzeugwerkstatt. 1 von 4. 1 von 4. Wir machen Progress. Ja? Progress. Wir machen das. Wir machen das. Und unten halt in der Höhle, aber das... Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wirklich. Ich weiß es einfach nicht. Spielzeugwerkstatt, yay. Okay. Das ist der Weg, wo ich das letzte Mal nicht weitergegangen bin. Weil Strom und so, ne? Ihr wisst das schon. Ihr kennt das. Genau, bin ich da rechts runtergekommen. Da ging es ja nicht weiter. Na super, super, da komme ich an derselben Stelle raus. Was ist das für eine Hexerei? Für eine Blasphemie, was soll das? Ich will die Verantwortlichen sprechen. Wo sollst du da hin? Ne? Das Spiel zeigt dir halt mal überhaupt nichts. Das finde ich halt dann schon sehr, sehr nett vom Spiel. Der Spielzeugmagneten grinst mich nur blöd an. So, hehehe, findest du das nicht raus, ne? Nein, ich finde es nicht raus. Ich finde das doof. Doof finde ich das. Denk mal, dass ich den Zeitstopp irgendwie verwenden muss, Ich weiß halt nicht, ob ich mich da links einhalten kann irgendwo. Ich weiß auch nicht, ob ich so weit springen kann, oder? Weiß der Geier. Da geht überhaupt nichts. Da kommt weder eine Anzeige noch sonst irgendwas. Ja, das finde ich schon wieder toll. Das komische Scharmützel, wo du immer nicht weißt, geht's, geht's nicht, was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ist da oben noch ein Fragezeichen oder nicht? Wir wissen es halt nicht, ne? Ah, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Doch, ist gut. Autsch, eigentlich wollte ich dich hauen, aber hey, hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich sehe schon, wir können da noch einige Stunden verbringen in dem Level. Ich mache dann so einen Cut, so 3 Monate später. Warum machen die mir so viel Schaden? Ich verstehe das nicht. Da komme ich aber auch nirgendwo hoch oder sowas. Hier gibt es nur Strom. Was anderes gibt es da nicht. Ihr seht jetzt Strom. Überall Strom. Wenn ich da jetzt was reinwerfe? Nee, das Ding geht auch nicht aus oder so. Das ist permanent, hat sich da Spannung drauf. Und so ist es unten ja auch. Deswegen weiß ich auch nicht, wo ich hingehen soll. Springen, laufen, fahren, ihr wisst schon. Und hier soll es noch 3 versteckte Sachen geben. Das kann nicht sein. Das kann nicht richtig sein. Das muss gelogen sein. Guckt euch doch mal an. Guckt euch das doch an. 1 von 4. 1 von 4!
Wenn es mal wenigstens alles eingezeichnet wäre mit dem Glitzern und sowas. Ja, dafür hätten wir es ja eigentlich. Aber nö. Schieß die halt nicht, ne? Geht dich nichts an, so quasi. Bin ich schon wieder fast tot. Wenn ich den Strom wenigstens abstellen könnte, aber das geht ja auch nicht. Warum nehme ich keinen Schaden im Hochgehen, aber wenn ich dann wieder zurückgehen will aus Panik, nehme ich Schaden? Why? Erklärt mir das mal jemand. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Irgendwas läuft zu schief in dem Spiel. Ich weiß aber noch nicht was. Das gibt's doch nicht. Ich kann doch nur hier rauf und runter. Links ist irgendwas, das wird mir aber nicht hundertprozentig korrekt angezeigt. Ich weiß nicht, was es ist, ja? Aber es muss irgendetwas sein. Vielleicht können die Fledermäuse irgendwas bewerkstelligen. Nee, können sie nicht. Da ist überall Strom. Du kommst da nicht rauf. Da kann ich rauf und runter fahren, weil, hey, ich bin so toll. Dann war's das auch schon. Ich geh nicht mehr. Okay. Vorsicht. Und ganz auf der rechten Seite geht auch nichts. Ach Gott, das macht mich schon wieder pissig, hä? Sowas macht mich pissig, wenn du Rätsel einbaust mit Instant Death und es ist nicht offensichtlich, was du tun sollst, ja? Oder was das Spiel von dir will. Was ist abartig? Das ist einfach nur dumm, schlecht designt. Wie hier jetzt? Wo soll ich da hin? Ich sehe links eine Plattform, aber die ist zu weit weg. Da komme ich ums Verrecken nicht hin. Und sonst ist da nirgendwo was. Wenn ich jetzt springe, bin ich tot. Alter Schniedelprinz, ich war drüben. Alter Schniedelprinz. Jetzt werde ich dann sauer. Ich war drüben. Er hängt sich hin. Ich drücke nach oben, dass er sich hochzieht. Was macht er? Springt noch rechts weg. Why not? Because I'm happy. Idiot. Das kann es doch echt nicht sein, ey. Komm, Rappel. Liebe Leute, wie es weitergeht. Bei Castlevania. Zemov. Castlevania, Mirrors of Fate. Zemov. Verstanden? Zemov? Ja. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich bin dann noch bei Sinnen. Ich bin euer Zarkon und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und ich sage wie immer, stay tuned and so long.